Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen bemerkenswerten Auftritt von Tino Chrupalla im Morgenmagazin, wie er trotz heftiger Beschimpfung die Ruhe bewahrt hat und wie er einen guten Eindruck hinterlassen hat und was er aber aus meiner Sicht noch hätte besser machen können. Jetzt im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu. Also die AfD, auf der einen Seite gibt es zum Beispiel immer wieder Äußerungen gegen das demokratische System, wofür es dann aber Zuspruch der Stammwähler gibt. Und auf der anderen Seite sind sie damit für demokratische Parteien als Partner ausgeschlossen. Fragen dazu jetzt an Timo Chrupalla, der in Weißwasser in Sachsen ist. Guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank für die Glückwünsche. Die ich nicht wirklich geäußert habe, sondern jetzt gibt es Fragen. Was wird denn aus der AfD ohne realistische Machtoption? Wie wollen Sie Wähler halten ohne realistische Machtoption? Nun, ob es realistische Machtoptionen gibt, das werden die nächsten Wahlen zeigen. Wenn wir, wie Sie ja schon in Ihrem Vorbericht gesagt haben, auch im Osten mittlerweile stärkste Partei sind. Und das nach 10 Jahren ist ein Riesenerfolg. Und diese Ergebnisse wollen wir natürlich weiterhin ausbauen. Und damit wird es für andere Parteien immer schwieriger, überhaupt Bündnisse gegen uns zu schmieden. Friedrich Merz spricht ja von Brandmauern, die er aufgebaut hat. Und gerade wir Ostdeutschen wissen, wie man mit Mauern umgeht. Wir können diese sehr wohl und sehr gut einreißen. Herr Chrupalla, eines Ihrer großen Themen sind ja Menschen auf der Flucht. Ihr, ich sag mal, Ziehvater Alexander Gauland sagte 2015, die Flüchtlingskrise sei ein Geschenk. Nun befinden sich ja wieder viele Menschen in einer Krise, konkret in einem Krieg. Wieder ein Geschenk für die AfD? Ich denke, man muss mal sich aktuell die migrationspolitische Situation in Deutschland genau anschauen. Und ich sehe es verheerend. Auch das wurden ja in einigen Vorbeiträgen schon gebracht, wo wir unbedingt als Deutschland seit 2015 diese Regierung, also die Regierung der CDU unter Angela Merkel, aber auch die aktuelle Regierung, nichts dazugelernt hat, dass wir wieder in das gleiche Chaos rutschen, dass die Kommunen, dass die Bürgermeister mittlerweile völlig überfordert sind und dass man hier auch innenpolitisch, gerade was den sozialen Frieden angeht, der deutschen Bevölkerung immer mehr zumutet. Das ist ein Riesenproblem und wir haben immer wieder darauf hingewiesen und ja, wie es leider in Deutschland so ist, wer die Wahrheit sagt, der braucht ein schnelles Pferd und wir werden weiter den Finger in die Wunde legen. Der deutschen Bevölkerung etwas zumutet, weil Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat gestartet hat. Was wollen Sie denn mit den Menschen aus der Ukraine machen? Sie etwa nicht aufnehmen? Wir haben immer gesagt, dass wir die humanitäre Hilfe gerade vor allen Dingen für ukrainische Flüchtlinge natürlich aufrechterhalten wollen. Das tun wir ja auch. Im Übrigen ist Deutschland mit eines der Hauptzahler, was humanitäre Hilfe angeht, im eigenen Land, hier in Deutschland. Aber natürlich auch, wenn Sie die Milliardenbeiträge sehen, die wir an Kiew überweisen, ist unsere Leistung die höchste überhaupt in der EU, noch dazu mit den Geldern in der EU, was natürlich jetzt unbedingt erfolgen muss. Und das fordern wir als Friedenspartei, dass man endlich Diplomatie walten lässt. Also, dass man Diplomaten schickt statt Raketen und Waffen. Das muss endlich das Ziel sein. Wer Panzer liefert, beendet diesen Krieg und diesen Konflikt nicht. Das besorgt die deutsche Bevölkerung. Und wir als Korrektiv, als einzige Oppositionspartei, stellen das überhaupt im Bundestag klar und gerade. Und ich denke, das ist wichtig, dass es uns da gibt. Und deswegen wird es auch die AfD in 10 Jahren noch geben. Ich gehe mal davon aus, dass Friedensgespräche alle demokratischen Parteien im Bundestag wollen. Wladimir Putin spielte allerdings nicht so richtig mit. Der stellvertretende Landesvorsitzende aus Sachsen-Anhalt sagt dazu übrigens, die Feinde sitzen nicht in Moskau, sondern in Washington und Berlin. Sie legten am Stalingrad-Gedenktag gemeinsam mit dem russischen Botschafter, wir haben ja auch ein Foto davon, Kränze nieder, was ihnen übrigens auch Kritik von Anhängern der AfD eingebracht hat. Der Vorwurf, sie biedern sich den Russen an. Warum? Wissen Sie, wenn ich mir aktuell die Regierungspolitik anschaue, um darauf erstmal einzugehen, wie hier Kriegstreiberei betrieben wird, wie Kriegsfolien, wie Frau Agnes Strack-Zimmermann immer wieder neue Waffen fordert und im Prinzip hier Deutschland mit in diesen Krieg hineinziehen will, wie eine Außenministerin Deutschland den Krieg erklärt, das Herr ist unfassbar soll man denn und der Bundeskanzler die schweigt. Und soll man denn die Ukraine deshalb war es mir ein großes. Deshalb war es mir ein großes Bedürfnis und auch wichtig, dass man gerade mit unserer Vergangenheit bei deutschen Soldaten und auch bei sowjetischen Soldaten, die
Bürger, diejenigen, die für diesen Krieg gefallen sind in den letzten zwei Weltkriegen, dass man dort auch eine Gedenkminute mal abhält, um zu zeigen, wie schrecklich Krieg und Verwüstung aussehen kann, ja, und dass wir uns auch nicht im Krieg mit Russland befinden. Das war mir wichtig, deswegen war es auch eine gute Geste. Deutschland befindet sich nicht im Krieg mit Russland, solidarisiert sich aber mit dem angegriffenen souveränen Staat, nämlich der Ukraine. Wie wollen Sie den Menschen, die vor dem Angriffskrieg Putins fliehen müssen, helfen, in der Ukraine helfen, um sich zu wehren? Wissen Sie, es ist nicht vordergründig Aufgabe Deutschlands, der Ukraine zu helfen, indem wir neue Waffen liefern. Ich habe gerade gesagt, wir haben humanitäre Verpflichtungen, wir haben keine Bündnisverpflichtung. Weder als NATO-Mitglied, weil das die Ukraine nicht ist, noch als EU-Mitglied. Es ist nicht unser Krieg. Und natürlich muss es hier um Diplomatie gehen. Wir müssen auffordern, dass beide Verhandlungspartner und natürlich die USA, denn die ist der Haupttreiber dieses Krieges und übrigens auch der Hauptprofiteur, dass die sich endlich an den Tisch setzen, damit dieser schreckliche Krieg beendet wird. Herr Krupalla, die AfD wird 10 Jahre alt. Ein altes Problem ist der Rechtsextremismus. Sie haben immer wieder geäußert, Rechtsextreme in der AfD hätten keinen Platz. In Thüringen unter Björn Höcke fahren Sie allerdings die allerbesten Umfrageergebnisse ein. Müssten Sie also nicht offensiv und ehrlich dieser Richtung folgen? Wissen Sie, wir folgen und ich folge, und das ist auch meine Aufgabe als Parteivorsitzender, unserer Programmatik und unserem Parteiprogramm. Das machen die Thüringer genauso wie die Sachsen, die Hessen, die Bayern oder die AfD-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. Wir haben über 30.000 Mitglieder und Förderer, denen ich übrigens an diesem heutigen Tage dankbar bin, wie sie diesen Mut aufgebracht haben, diese Partei weiterzuentwickeln, voranzubringen und als wirkliche Opposition aufgebaut zu haben. Und wir werden in Zukunft auch Regierungsverantwortung übernehmen können und werden. Darauf bin ich stolz als Parteivorsitzender, aber auch als Partei. Denn man hatte uns schon nach 2-3 Jahren totgesagt. Also von daher wird der Erfolgsweg der AfD weitergehen. Mit wem auch immer Sie dann zusammen regieren oder koalieren wollen. Tino Krupalla, vielen Dank für das Gespräch heute. Die AfD wird 10 Jahre alt. Sehr gerne. Ich habe jetzt ja eine Zeit lang keine Videos mehr gemacht. Und es ist leider das eingetreten, was ich befürchtet habe. Die Eskalationsspirale dreht sich. Die Öffentlich-Rechtlichen, sie ziehen immer unverblümter Stellung. Sie trauen sich immer mehr. Nunia Hayali, sie versucht gar nicht, den Eindruck zu erwecken, sie wäre hier unparteiisch. Das sind noch nicht einmal Glückwünsche verteilt für das 10-jährige Bestehen. Sie steht auf dem Standpunkt, die AfD ist rechtsextrem. Es sind Dämonen und die AfD muss verschwinden. Und das macht sie ganz offen. Und aus meiner Sicht, das darf man nicht akzeptieren. Natürlich, Tino Krupalla gibt hier geschickt die Spitze, danke für die Glückwünsche, und damit lenkt er geschickt die Aufmerksamkeit auf das Fehlverhalten von Hayali. Es ist aber so, dass für den Zuschauer, er bemerkt, Dunja Hayali macht hier diese Beschimpfung, aber Tino Krupalla ist nicht vollkommen empört. Natürlich weiß der Zuschauer zum Teil, er ist es gewohnt, die AfD bekommt das dauernd ab. Aber das Problem ist, indem er das hinnimmt, wird das auch so interpretiert, dass es normal ist und damit auch, dass es angebracht ist, dass irgendwas dran ist. Der Zuschauer denkt sich dann, okay, ja, das ist natürlich nicht in Ordnung, wie die Hayali das macht, sie müsste unparteiisch sein, aber es wird dann schon irgendwas dran sein. Sie wird dann schon irgendwelche Gründe haben. Der Zuschauer versteht nicht, dass es reine Propaganda ist, dass es reines Framing ist, dass es allein darum geht, gezielt die AfD zu vernichten. Einfach strategisch. Die Leute stellen sich nicht vor, dass so primitiv vorgegangen wird. Und das gilt auch für das ganze Verhalten der USA auf der Welt. Mit den Anschlägen vom 11. September. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass die amerikanische Regierung, dass sie davon gewusst haben, weil es so unglaublich primitiv ist. Das gleiche gilt für die Mondlandung. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass das gefaked ist. Warum sollten die das? Das ist doch zu primitiv, ist doch alles viel zu primitiv. Überhaupt, dass alles gelogen ist, also fast alle Narrative gelogen sind, wie hier Märchen erzählt bekommen. Die Leute können sich dieses Ausmaß an Primitivität, sie können es sich nicht vorstellen. Das sind doch ordentliche Leute in schönen Anzügen. Die machen doch einen gesitteten Eindruck. Das kann doch nicht sein. Genau das gleiche mit Churchill, mit den Engländern früher. Auch hier die deutschen normalen Leute können sich nicht vorstellen, dass diese gehobenen Leute, dass sie eigentlich im Kern zu primitiv sind. Sie können sich nicht vorstellen innerlich, dass es vollkommen wertefrei ist, im negativen Sinn, wie der Westen agiert, wie die USA agieren, das mit Menschenrechten gar nichts zu tun hat, dass es niemals um Menschenrechte geht, dass es immer nur um einen scheinbaren strategischen Vorteil geht,
Und aus meiner Sicht jetzt das Verhalten ist auch satanisch, weil sie verlieren auch noch. Das heißt, die Ukraine wird ruiniert und das alles für nichts. Sie verlieren selbst dabei. Und wenn man jetzt unbedingt einen Vorteil bekommen will und man sieht, okay, man hat jetzt hier die Riesenchance, man hat hier einen Riesenvorteil, dann ist es noch eher nachvollziehbar, dass man sagt, okay, man geht jetzt mit dem Niveau ganz weit runter. Aber wenn man sich das jetzt hier anschaut, die USA waren in einer gesicherten Position. Sie waren nach 1990, sie hatten die beste Position. Und im Grunde jetzt durch dieses Verhalten, durch dieses übertriebene Verhalten, verspielen sie sich jetzt alles. Wenn man sich genau anguckt, die USA, es geht überall rückwärts. Sie haben eigentlich keine Erfolge mehr. Schon seit einigen Jahren nicht mehr. Schon eigentlich seit 10 Jahren haben sie eigentlich keinen einzigen Erfolg mehr. Ursprünglich wollten sie Syrien kippen. Wollten sie den Iran kippen. 9/11 hatte ja das Ziel. Man muss wissen, bei 9/11, es war die Zeit, wo die maximale Ölforderung in Reichweite war. Also sie war für 2006 prognostiziert. Und es war klar, ab dem Zeitpunkt kann nicht mehr Öl gefördert werden. Und deswegen war es für die USA strategisch wichtig, in der Region, wo das ganze Öl ist, also im Nahen Osten, oder wo sehr viel Öl ist, die Kontrolle zu haben. Jetzt ist es aber so, jetzt muss man die eigene Bevölkerung überzeugen, in den Krieg zu ziehen. Weil die Leute in den USA, sie wollen eigentlich keinen Krieg. Noch nie, seit 200 Jahren nicht. Und seit 200 Jahren macht es die Führungsschicht, macht es so, auf irgendeine Weise bringen sie die Medien dazu, eindeutig zu berichten. Das war 1899 beim Krieg gegen Spanien so, wo die Behauptung verbreitet wurde, die Spanier hätten ein Schiff versenkt. Dabei war das Schiff, wurde von innen heraus gesprengt. Also das gleiche war halt schon damals. Es ging nur darum, einen Kriegsgrund gegen Spanien zu finden. Jetzt denkt man sich, okay, die USA, die könnten doch einfach so angreifen. Aber so funktioniert eine Demokratie nicht. Sondern die Leute können ja abstimmen, sie müssen dem zustimmen. Und damit sie dem zustimmen, muss klar sein, okay, die Spanier, sie sind aggressiv. Wir müssen sie angreifen. Und diese Mediengleichschaltung, die gab es also auch schon damals. Und genauso ist es heute. Wir können ja in der Ukraine ganz klar sehen, es wird alles Negative, was die Ukraine macht. Poroschenko, ihre Kinder werden im Bunker leben. Die ganze Schikanierung von der russischsprachigen Zivilbevölkerung im Osten der Ukraine. Es wird ja alles komplett verschwiegen. Oder auch jetzt, dass Schmetterlingsminen über Donetsk abgeschmissen werden. Dass gezielt die Zivilbevölkerung angegriffen wird. Also schon immer, seit 2014 wurde immer gezielt die Zivilbevölkerung angegriffen. Aber das hat sich jetzt im Krieg nochmal verschärft. Anfang des Kriegs, davon hört man hier gar nichts. Der Spiegel hat ein Interview verfälscht, wo eine Zivilistin aus Mariupol, die im Azov-Stahlwerk gefangen war, sie hat erzählt, die Azov-Leute haben sie festgehalten. Die haben es so geschnitten, dass der Eindruck entsteht, sie hätte gesagt, die Russen hätten es verhindert, dass sie aus dem Azov-Stahlwerk rauskam. Und das Entscheidende ist jetzt nicht, dass der Spiegel diese Fehlmeldung gebracht hat, sondern das Entscheidende ist, die Fehlmeldung, die stand einige Tage oben und dann, als der Spiegel gemerkt hat, es gibt den O-Ton, der ist auch im Internet, da haben die es runtergenommen. Aber es hat kein Medium das aufgegriffen. Man muss sich vorstellen, es wird ein Interview um 180 Grad verfälscht und kein großes Medium hier greift es auf. Und das ist der Beweis für Gleichschaltung. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, dass ich jetzt nicht belegen kann, wie jetzt irgendwie die Strippen gezogen werden. Sondern allein, dass dieses Interview, dass es nicht aufgegriffen wurde von anderen großen Medien, dass hier ein Interview verfälscht wurde, das ist der Beweis für die Gleichstellung der Medien hier. Und auch 9/11 ist auch ein Beweis. Also man kann viele Beweise finden. Jetzt gebt das einfach bei Google ein, guckt euch einen Vortrag von Daniele Ganser an, mit dem Haus 7, wo kein Flugzeug reingeflogen ist, das im freien Fall einstürzt, es aber auf Stahlsäulen steht und sozusagen alle Stahlsäulen auf einmal müssen durch Feuer nachgegeben haben, was unmöglich ist. Und es gibt noch 1000 andere Widersprüche. Also googelt das einfach, guckt es euch an. Es besteht dann kein Zweifel. Und das Gleiche ist mit der Mondlandung auch. Ich habe es vor kurzem auch nicht gewusst. Oder konnte es mir nicht vorstellen. Jetzt ist bei Tino Chrupalla das Entscheidende. Es ist ja, die Medien geben ja vor, sie sind demokratisch. Und jetzt, das Einzige, was er jetzt machen muss, um denen wirklich in die Suppe zu spucken, ist dieses Kartell zu durchbrechen, dieses Informationskartell. Das heißt, in dem Interview müsste er jetzt die Informationen weitergeben, die der Zuschauer sonst nicht erfährt. Und natürlich wird jetzt der Einwand kommen, ja gut, dann wird die AfD abgeschnitten, dann bekommt er gar kein Interview mehr. Dann werden sie nicht mehr eingeladen ins Morgenmagazin.
Aber das Problem ist, wenn die AfD gar nicht mehr eingeladen wird, irgendwann stellen sich die Leute die Frage, warum werden die nicht eingeladen, warum hat man gar nichts davon? Das Problem bei diesem Interview im Morgenmagazin ist, dass die Leute jetzt denken, okay, jetzt haben wir Tino Chrupalla gesehen, er hat jetzt auch nichts Entscheidendes gesagt, es wird dann schon ungefähr stimmen, was die Öffentlich-Rechtlichen sagen. Das heißt, indem er ein Interview gibt und nicht interveniert, ist er eigentlich Kronzeuge dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen einigermaßen ausgewogen berichten. Weil er müsste es ja normalerweise sagen, im Auge des Zuschauers, wenn es jetzt entscheidende Dinge gibt, die verschwiegen werden, es ein Informationskartell gibt, dann müsste er es jetzt ja aufdecken. Warum deckt er es nicht auf? Wenn jetzt die unglaublichsten Dinge in der Ukraine passieren, überhaupt überall auf der Welt die unglaublichsten Dinge passieren, dann müsste er es doch jetzt erklären. Hat er jetzt doch die Gelegenheit? Warum macht er es nicht? Das heißt, wenn man das nicht macht, und das gilt auch für Weidel, das gilt auch für ganz viele, die denken, ja nee, das machen wir jetzt nicht, das ist jetzt zu krass, wir wollen jetzt nicht in die Eskalation gehen. Das ist der größte Fehler überhaupt, weil damit gibt man den Medien Rückendeckung. Und damit tritt man sich selbst ins Knie, weil sozusagen die eigene Position wird ja geschwächt. Wenn man jetzt sagt, man ist für Frieden und dann sagen die Medien, ja, ihr seid ja, ihr nehmt die russische Aggression hin und so weiter. Man muss sich immer in den Zuschauer hineinversetzen, der keine Informationen hat. Der befindet sich ja im Logikgebäude, wo dann die AfD-Position plötzlich keinen Sinn mehr ergibt. Sondern wir sind es gewohnt, wir kennen jetzt die Informationen. Für uns ist klar, okay, wir brauchen jetzt den Frieden. Natürlich, die wirtschaftlichen Argumente ziehen natürlich auch, aber das ist bei weitem nicht so stark, gerade bei den Deutschen, die sehr moralisch sind, das sieht man ja auch am Klimawandel, dass man jetzt nachhaltig sein muss. Die Deutschen sind sehr moralisch. Denen geht es ums Grundsätzliche, nicht um einfache materielle Vorteile. Das heißt, damit gewinnt man dann die 15%, die man hat, denen man sagt, man ist jetzt materiell, wir brauchen das billige Gas und so weiter. Aber die große Mehrheit der Bevölkerung sagt, das ist unmoralisch. Die Russen, die sind unmoralisch und ja, dann müssen wir halt der Ukraine Waffen liefern, das ist ja das Mindeste, was wir tun können. Auch wenn es uns wirtschaftlich schadet. So denken viele. Und es ist auch irgendwo logisch, wenn man die Informationen nicht hat, weil die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien, sie bieten ja eine Logik an, der man verfällt oder wo man dann nicht genau, klar, da gibt es dann auch Widersprüche, aber man denkt sich, ja, das passt dann schon irgendwie so. Und so ging es ja den meisten von uns. Also viele denken sich wahrscheinlich immer noch, ja, jetzt mit 9-11, ja, der spinnt ja, was erzählt der? Und wenn ihr es dann seht, dann merkt ihr auch, es ist ja klar, wie kann man nur glauben, dass 9-11, wie kann man nur die offizielle Version glauben, das ist vollkommener Schwachsinn, das ist ja lächerlich. Das ist ja vollkommen absurd, wie kann es sein, dass sie damit durchkommen? Das heißt, die Aufklärung ist das Entscheidende, dass man die Informationen bringt. Und deswegen war es ja auch so schlimm von Weidel damals, dass die Leute in der AfD, die in den Donbass reisen wollten, um die Referenten zu beobachten und Eindrücke zu vermitteln, dass diese Leute von der AfD zurückgepfiffen wurden. Weil damit wird das Informationskartell wird gestärkt. Und damit handelt man auch gegen die AfD. Oder gegen das, für was die AfD steht, in ihrer Position. Dass man den Frieden will, und das geht nur, wenn man Russland entdämonisiert. Wenn es aber keine O-Töne gibt, dann kann man Russland nicht entdämonisieren. Sondern muss man das Informationskartell durchbrechen oder muss auch darauf aufmerksam machen, dass wir hinfahren, die Leute von der AfD, die Journalisten nicht, anstatt dass man die Leute von der AfD zurückpfeift, sondern man sagt, ja, die AfD-Leute gehen hin, wo sind die Journalisten, die jetzt hier die Referenten beobachten und gucken, was da los ist. Das heißt, indem man jetzt das verhindert hat oder auch noch die eigenen Leute lächerlich gemacht haben, hat öffentlich, die da hingefahren sind, ja, was wollen die da, die können ja sowieso nichts aufklären und so weiter, wie Weidel es gesagt hat, das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Natürlich spielt die Angst eine Rolle. Man denkt, okay, ja, wenn ich das mache, dann wird es ganz schlimm. Dann passiert das Allerschlimmste. Und genau das ist auch das, womit die großen Medien und die anderen spielen. Sie wollen Angst einjagen. Sie haben aber nur begrenzte Macht. Und die Karten, die man hat, die muss man ausspielen. Und das Entscheidende ist, wenn das Narrativ zusammenbricht von den großen Medien, die Glaubwürdigkeit sinkt, dann fällt diese ganze Macht zusammen. Dann fällt auch die Macht der USA zusammen, die sich auf diese Medien stützt. Es wird immer behauptet, ja, viele sagen, Deutschland wäre ein besetztes Land und so weiter. Das spielt aber keine Rolle, weil die anderen Länder sind nicht besetzt. Ob wir jetzt Norwegen oder alle möglichen Länder, Dänemark, Frankreich, alle möglichen Länder. Sie handeln ja alle gegen ihre Interessen, es ist ja nicht nur Deutschland. Das heißt, alle Länder, alle Demokratien haben dieses Problem mit den Medien. Dass auf irgendeine Art und Weise anscheinend die Medien gleichförmig berichten und die Wahrheit nicht mehr ans Licht kommt. Und die USA so ihre Interessen durchsetzen. Das heißt, wenn die Macht der Medien fällt,
dann fällt die Macht der USA über Deutschland. Jetzt in Bezug auf die Ukraine. Das heißt, die AfD muss alles tun, um Aufklärung zu betreiben. Weil nur so ergeben die eigenen Positionen Sinn, die eigene Narrative. Und sonst wird man niedergemacht. Weil die eigene Position nicht glaubwürdig ist, weil man damit die Medien glaubwürdig macht. Beidel hat damit die Medien glaubwürdig gemacht, indem sie verhindert hat, dass Leute in den Donbass reisen und Informationen von dort verbreiten. Oder auch allein darauf aufmerksam macht, dass die Medien dort nicht hingehen. Sie müsste anprangern, warum gehen die Medien nicht dahin? Warum hören wir davon nichts? Warum werden Leute nicht interviewt? Warum wird dem nicht gezielt auf den Grund gegangen, was da los ist? Sondern es verschwindet. Die Leute bemerken es nicht. Oder die, natürlich, es gibt viele Leute, die wissen es und sind bösartig, aber es geht um die Leute, um die, ja, sag ich mal, treuherzigen FDP-Wähler und CDU-Wähler, die es noch nicht verstanden haben oder die, ja, die dann vielleicht auch ein bisschen feige sind, aber die man da hinschubsen müsste und die dann auch irgendwann sagen würden, das ist zu auffällig. Es ist aber natürlich so, dass man trotzdem sagen muss, dass Tino Chrupalla hier einen guten Eindruck gemacht hat, was sehr wichtig ist, was den Öffentlich-Rechtlichen in die Suppe spuckt. Weil es zeigt Stärke, dass man hier ruhig bleibt, dass man gut drauf ist, dass man positiv ist. Das ist ganz wichtig, dass Tino Chrupalla das geschafft hat, einen positiven Eindruck zu vermitteln. Teils denken die Leute natürlich, er stimmt dem nicht zu. Er widerspricht, sagt es jetzt aber nicht. Aber viele interpretieren es auch so, er widerspricht nicht entschieden, also wird es schon ein bisschen stimmen. Das ist das Hauptproblem. Aus meiner Sicht. Und wie gesagt, die fehlende Aufklärung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.